Oliver King, ein aufgebockter, bärtiger Mann mit bürgerlichem Namen Brian Johnson, der ist 44 Jahre alt, kürzlich erst eine sehr große Social Media Persönlichkeit geworden und sein Lebensstil schaut folgendermaßen aus, dass er diesen modernen Lebensstil, den viele von uns pflegen, den Rücken zukehrt und dann mehr Richtung natürlichen Ursprungs geht, beziehungsweise so ein Leben anstrebt wie unsere Vorfahren. Er nennt sich selber Liver King, weil er täglich Leber zu sich nimmt, aber auch andere Innereien verspeist, wie zum Beispiel Herz oder auch Hoden. Und man sich mal fragen kann, wo er das ganze Zeug überhaupt herbekommt, muss bestimmt eine ziemlich gute Bezugsquelle für solche Sachen haben. Bacon! We must be underneath a bacon tree! Seine Grundsätze bzw. sein Lebensstil schaut folgendermaßen aus. Also er legt sehr viel Wert auf Schlaf. Das heißt, er geht abends sehr früh ins Bett, damit er halt morgen früh aufstehen kann. Genauso wie im natürlichen Zyklus, so wie es auch sein sollte. Und dass er halt, bevor er schlafen geht, mehrere Stunden davor nichts mehr zu sich genommen hat und auch auf sein Telefon verzichtet. Zum Essen im Allgemeinen verzichtet er auf verarbeitete Lebensmittel, Samenöle und auch auf flüssige kalorienartige Getränke. Also er möchte mehr zurück zum natürlichen Ursprung. Er legt einen sehr großen Wert auf die Bewegung. Er macht zum Beispiel täglich einen 30-minütigen Spaziergang, trainiert auch täglich, damit er zusätzlich noch besser schlafen kann. Hat auch dann dementsprechend, weil er zum Beispiel auch sehr viel trainiert, Krafttraining und alles mögliche, auch diese Kämpfernatur. Das heißt, er bleibt dran, hat Disziplin, ist energisch und möchte so seine Ziele damit erreichen. Das ist damit mit dieser Kämpfernatur gemeint. Seine Bewegungsabläufe, sein Training und alles mögliche versucht er barfuß zu machen, beziehungsweise er macht sie auch barfuß, um halt hier die Verbindung zur Mutter Erde auch wieder herzustellen. Auch ist er ein Befürworter von Kälte, das heißt, er geht Eisbaden, springt in kalte Flüsse oder Seen oder duscht einfach nur kalt, um halt hier zum Beispiel seine Kälteresilienz zu erhöhen. Er läuft auch überwiegend oberkörperfrei oder so nackt wie möglich rum, um halt die Sonne, das dementsprechende Vitamin D zum Beispiel, zu sich zu nehmen. Auch sieht er unsere heutige Social-Media-Gesellschaft als ein Problem dar. Er legt viel mehr Wert, dass man im wirklichem Leben sich mit den Menschen verbindet, mit ihnen kommuniziert, so seine Liebe ausdrückt, also so wie es halt traditionell früher war, dass man den Kontakt zu seiner Familie pflegt, zu seinen Freunden, zu seinen Bekannten und einfach auf die Menschen zugeht, anstelle stundenlang vor Smartphone, Tablet, Handy sein ganzes Leben und seine Zeit verplempert. Ich finde, da sind sehr viele gute Punkte mit dabei, die ich auch selbst lebe, die ich auch immer in meinen Videos auch erzähle, die ihr auch das umsetzen sollt und diese auch selbst lebe. Der Liver King ist auch Unternehmer und sein Nettovermögen ist ungefähr 1 Million Dollar. Das erreicht er unter anderem, weil er im Nahrungsergänzungsmittelbereich tätig ist und verkauft er zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Leber, Knochen und auch andere innere Organe. Wirbt auch damit, wenn man diese Sachen zu sich nimmt und seine Lebensweise auch durchzieht, dass man genauso einen guten Körper bekommen kann wie er. Das propagiert er zum Beispiel in vielen Social Media Plattformen wie zum Beispiel TikTok und auch Instagram. Da hat er auch zum Teil mehrere Millionen Follower und er wird auch regelmäßig in Podcasts eingeladen, wo er seine Geschichte bzw. seinen Weg erzählt. In diesem Podcast wurde auch immer gefragt, ob er irgendwelche Anabole und Steroide Sachen zu sich nimmt, damit er so ausschaut. Das hat er immer vehement verneint und erst kürzlich ist dann durch ein Video von einem anderen YouTuber rausgekommen, der da sehr viel Recherche mit reingesteckt hat, dass er doch gelogen hat und dass er Sachen zu sich nimmt. Das Video werde ich auch euch unten in der Videobeschreibung zum Beispiel verlinken, könnt ihr auch anschauen, das ist natürlich aber auch in Englisch und er hat auch dann letztlich durch den ganzen Druck selbst zugegeben, dass er Sachen nimmt. Warum erzähle ich euch das jetzt? Wow. Solche Menschen wie der Liver King, solche Influencer gibt es ja da draußen sehr viele, die halt damit werben, wenn man diese Produkte zu sich nimmt und diesen Lebensstil auch anpasst, die er hat, dass man so einen Körper bekommen kann. Allerdings in dem Fall schon wieder hat er verschwiegen, dass er noch zusätzliche andere Stoffe mit zu sich nimmt und euch im Glauben lässt, dass ihr auch diesen Körper erreichen könnt, nur wenn ihr diese Nahrungsergänzungsmittel zu euch nehmt. Also das heißt, er verschweigt euch etwas, um halt auch hier Geld zu verdienen. Und das Traurige dabei ist, die Menschen lassen sich ja auch von sowas sehr gerne blenden. Man kann ja natürlich auch den einfachen Weg gehen. Das heißt, Leute kaufen sich ja Produkte, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, weil sie meinen, damit kann man besser Muskeln aufbauen oder damit werde ich auch gesund. Man möchte den einfachen Weg gehen und wenn eine Pille dabei hilft, diesen Weg besser zu beschreiten, dann nimmt man diese auch, damit der
eigentliche harte Weg nicht ganz so anstrengend ist. Als Beispiel den Weg der Körperreinigung von der schleimfreien Heilkost bzw. von der Rohkost. Diesen Weg gehen auch nur die wenigsten, weil es halt ein sehr langwieriger Prozess ist und da, wo man auch sehr viel Hintergründe und Wissen benötigt, und das wollen halt die Leute zum Beispiel nicht aufnehmen, weil es halt auch am Anfang mit sehr viel Verzicht einhergeht. Wie bereits erwähnt, ist der Liver King auch innere Organe, wie zum Beispiel die Leber, einfach aus der Nährstoffdichte heraus. Und dieser Irrglaube, sage ich mal, herrscht auch in der Rohkostszene. Also die ganzen Theorien wie die Kalorientheorie, die Nährstofftheorie und die Eiweißtheorie, weil man zum Beispiel Angst hat, dass man, wenn man auf vegan oder beziehungsweise auf Rohkost umstellt, dass man zum Beispiel im Untergewicht landet, nicht richtig Muskeln aufbauen, also diese ganze Irrglaube da draußen, die da herrschen. Also warum ist das so, wenn Leute auf vegan umstellen, schleimfreie Heilkost oder Rohkostreinigung, dass sie halt so viel Gewicht verlieren? Liegt einfach daran, dass der Körper mit dem Reinigungsprozess beginnt und den ganzen Müll, der sich im Körper angestaut hat, ausgeschieden wird. Und diesen Müll haben wir schon, selbst im Mutterleib wird dieser akkumuliert, weil unsere Eltern ja schon nicht natürlich leben, sondern auch sehr viel verarbeitete Sachen essen, unnatürliche Sachen und nicht bewusst sind vom Fasten bzw. von der Reinigung. Das heißt, wir verstopfen uns schon in Babyjahren, deswegen haben auch sehr viele Babys so dicke Bäckchen, schaut zum Beispiel knuffig aus, ist es eigentlich nicht. Und im Laufe des Heranwachsens, wenn wir dann erwachsen werden und uns noch nicht mit der Reinigung beschäftigt haben, hat sich dann natürlich auch einiges angesammelt, zum Beispiel 10 bis 15 Kilo nicht ausgeschiedenen Kot oder Ablagerung durch Trinken von mineralstoffhaltigem Wasser bzw. auch vom Leitungswasser, was da auch ungefähr 5 bis 10 Kilo sein kann, je nachdem wie alt man ist. Dann noch die ganzen Schlacken, das überschüssige Fett, also der Körper quillt zum Beispiel von Füllstoffen über. Diesen Körper bezeichne ich jetzt mal als falschen Körper, und dieser Körper ist einfach nur Müll, Gift und Schleim. Das möchte der Körper einfach nur ausscheiden und loswerden. Deswegen verlieren wir zunächst so viel Gewicht, wenn wir zum Beispiel auf die Rohkost bzw. schleimfreie Heilkost umsteigen. Von daher ist es umso wichtiger, einen aerobischen Körper aufzubauen. Das heißt, man macht Krafttraining, macht Kampfkunst, Tanzen zum Beispiel, bewegt sich viel und baut so seinen Körper wieder auf, der dann, wenn man zum Beispiel fastet und weiterhin dann seine Reinigung fortführt und entgiftet und ganzen Schlacken ausscheidet, nicht so schnell abgebaut wird. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall gewesen. Am Anfang habe ich ein Video gemacht, werde ich auch oben in der Videobeschreibung verlinken, meine 5,5 Jahre Rohkostreinigung, wo ich das so ein bisschen erzähle, dass ich am Anfang sehr viel Gewicht verloren habe, 40 Kilo ungefähr, bis ich dann sehr stark untergewichtig war und jetzt wieder auf dem heutigen Stand so ungefähr 65 Kilo habe, aufgrund von meinem Fasten momentan. Und interessant dabei ist, dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel faste, viel weniger Gewicht verliere über einen längeren Zeitraum, als ich damals an Gewicht verloren habe. Zumal ich mehr wasserhaltige Sachen und Früchte zu mir nehme, was am Anfang von meiner Rohkostumstellung auch weniger der Fall ist, und ich esse auch immer weniger und ich nehme trotzdem nicht mehr so viel an Gewicht ab bzw. baue sogar mehr Muskeln auf. Wie gesagt, habe ich ja in meinem Video erzählt, kann ich euch nur empfehlen. Apropos Muskelaufbau und Krafttraining, wird ja immer wieder gesagt, dass man da sehr viel Eiweiß zu sich nehmen muss, damit die Muskeln überhaupt wachsen können. Und wie gesagt, ich esse sehr fruchtlastig und wasserhaltig und ich nehme wahrscheinlich mehr Kalorien als Eiweiß zu mir in einem großen Maße und baue trotzdem meine Muskeln auf bzw. auch mein Gewicht. An die Kalorientheorie halte ich mich auch nicht. Es wird wahrscheinlich so viel, wie ich mich bewege, auch ein Defizit sein. Und Nahrungsergänzungsmittel meide ich komplett. Ich nehme seit Jahren keine mehr zu mir. Aber jeder weiß doch, dass man mit Eiweiß sehr viel Muskeln aufbaut, dass den Körper erhält, starke Knochen bekommt und auch so die Ausdauer mit erhöht wird. Alles klar, dann schauen wir uns die Sache etwas genauer an. Wann brauchen wir denn das meiste Eiweiß? Ich denke, die meisten werden mir vielleicht auch zustimmen, wenn ich sage, im Kindesalter, wenn wir heranwachsen, weil unser Körper wächst, unsere Organe wachsen, da brauchen wir ja diesen Baustein. So, was glaubt ihr, wie viel Prozent an Eiweiß wir so in der Muttermilch zum Beispiel haben? 70%, 50% oder 30%? Die Lösung in den ersten 6 Monaten hat ungefähr einen Proteingehalt von 2,35%. Danach fällt sie ab auf ungefähr 1,5%. Mehr nicht. Faszinierend. Fördern Proteine die Ausdauer? Ein übermäßiger Konsum von Proteine sorgt einfach dafür, dass zu viel Stickstoff im Körper ist und das auch für Müdigkeit verursacht. Oder man könnte sich das auch als Beispiel vorstellen, dass halt ein Bodybuilder wahrscheinlich kein guter Marathonläufer ab. So.
Jetzt nochmal ein kleiner Einschub für die Leute, die das nicht wissen. Eiweiß besteht aus den Bausteinen Aminosäuren. Und wenn wir zum Beispiel Eiweiß zu uns nehmen, dann spaltet der Körper diese in seine Bestandteile wieder zurück, also in diese Aminosäuren, und versucht dann mit diesen Aminosäuren den körpereigenen Eiweiß zu zersetzen. Das heißt, wenn wir Fleisch zu uns nehmen, dann wird es aufgespalten in die entsprechenden Aminosäuren und die Zellen nehmen das auf und dort, wo halt die entsprechende Aminosäure für den Aufbau benötigt wird, wird es dann auch eingebaut. Das heißt, wir nehmen eine fremde Eiweißquelle, wird umgewandelt in ein körpereigenes Eiweiß. Von diesem Aspekt her ist es halt wichtig, seinen Aminosäurenbedarf halt auch zu decken, und die meisten essen halt nur tierische Produkte, zum Beispiel Fleisch, Fisch, Milch oder auch Eier. Und das Problem dabei ist, dass Fleisch nur ein vollkommenes Eiweiß wäre, wenn wir es genauso machen wie in der Tierwelt. Das heißt, wir erlegen unsere Beute und essen es dann gleich vor Ort mit Haut, mit Haaren, mit Knochen, mit Blut und mit dem Fleisch. Interessant bei der Sache ist, dass die Leute sehr wählerisch sind und nur bestimmte Teile vom Tier essen. Das heißt, keine Innereien, kein Knochen und kein Blut. Da werden sich wahrscheinlich die meisten ekeln. Weiteres Problem ist ja, dass sehr viele von der Massentierhaltung essen. Das heißt, das ist noch unreines Fleisch, beziehungsweise welches, was sehr stark belastet ist, wird geschlachtet. Und sobald halt das Tier getötet wird, beginnt auch die Verwesung, und mit dem ganzen langen Transport, auch trotz der Kühlung, das ist einfach verdorbenes und verwesenes Fleisch. Also die Leute essen qualitativ minderwertiges Fleisch, nicht das volle Spektrum, und das heißt, sie übersäuern ihren Körper. Dieses Eiweiß bzw. dieses Fleisch an sich wird sauer verstoffwechselt. Fleischfresser da draußen in der wilden Natur bekommen ihre Basen zum Beispiel von den Knochen und von dem Blut. Verrant schrieb zum Beispiel über Eiweiß, dass je basischer wir uns ernähren, zum Beispiel von Pflanzen und von Früchten, Nüssen und Samen zum Beispiel, desto weniger Eiweiß benötigen wir, beziehungsweise wir können auch auf das Verhältnis runtergehen von der Muttermilch. Je übersäuerter wir sind, desto mehr Eiweiß müssen wir zu uns nehmen, damit der Körper aus den Zerfallprodukten vom Eiweiß genug basenreiches Ammoniak bekommt, um halt auch diese Schlacken und den Schleim, der dabei produziert wird, zu neutralisieren. Klar kann man pflanzlich seinen Aminosäurenbedarf decken. Vorteile dabei ist, wenn man die schleimfreie Heilkost bzw. die vegane Rohkost auch macht, dass man halt dann basenüberschüssig wird. Folgedessen werden weniger Schlacken produziert, die Verdauungskanäle werden nicht so stark beansprucht bzw. belastet und verschmutzt, und dementsprechend, wie Verland gesagt hat, braucht man viel weniger Eiweiß. Folgedessen muss ich auch weniger essen, und somit wird auch ein Überessen vermieden, was ja das Problem ist, wenn man zum Beispiel sehr viel Sport macht und hier diesen Kalorienglauben nachläuft, dass man so 2000 bis 3000 Kalorien zu sich nehmen muss, sonst nimmt man ab. Die Gefahr ist groß, dass man sich dadurch überisst, und wenn man sich überisst, auch mit Früchten oder auch mit Pflanzen, die ja eigentlich basisch verstoffwechselt werden, dass man trotzdem deinem Körper belastet, Schlacken und Schleim verursacht werden und somit auch übersäuert. Hier kann ich zum Beispiel das Buch von Galina Shatalova empfehlen, Wir fressen uns zu Tode. Da wird es auch sehr genau beschrieben, dass wir eigentlich gar nicht so viel essen müssen, wie uns eigentlich eingeredet wird. Findet ihr unten verlinkt bzw. auch auf meinem Literaturverzeichnis. Wenn schon der Eiweißbedarf so hoch angesetzt wird, weil die Menschen ihren Körper übersäuern und nicht mehr natürlich leben, dann wird es wahrscheinlich auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln genauso der Irrtum sein. Also ich zum Beispiel nehme überhaupt gar keine Nahrungsergänzungsmittel zu mir, Vitamin D nicht, Vitamin B12 nicht, das Ganze alles nicht. Und da bin ich halt einfach der Sichtweise, je reiner der Körper ist, desto weniger benötigt der eigentlich auch. Und das Problem bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass die anorganisch sind. Der Körper kann in dem Zustand gar nichts mit denen anfangen. Anorganisch bedeutet nämlich tot, und der Körper kann nur aus den lebendigen Sachen Vitamine und Mineralstoffe zu sich nehmen. Das heißt, in Form von Früchten oder in Form von Blattgemüse oder auch jetzt, wenn man tierisch ist, halt einfach in der Form, dass ich das mit Leber, mit Blut und alles Mögliche zu mir nehme, weil dort die Enzyme mit beinhaltet sind und die Enzyme sorgen für das Leben. Letztlich gibt ihr sehr viel Geld aus, damit diese Nahrungsergänzungsmittel von eurem Körper einfach nur aufwendig ausgeschieden werden. Der Grund, warum ihr euch besser fühlt, ist, habe ich auch schon in anderen Videos erzählt, dass ihr einfach die Entgiftung ableitet. Das heißt, wenn der Körper anfängt, zum Beispiel beim Fasten tiefere Schichten aufzureinigen, im Magen etwas aufwirbelt, im Darm, dann fühlt ihr euch deswegen schlecht, und dann sagen viele, das ist eine Mangelerscheinung. Nimm unbedingt Vitamin D, B12, Vitamin C oder sonst irgendwas, Vitamin K2 in der Kombination auch noch alles zu dir, dann fühlst du dich besser. Die Leute fühlen sich ja auch dementsprechend besser, weil sie halt die Entgiftung ablenken, weil der Körper dann versucht, die Nahrungsergänzungsmittel auszuscheiden und die halt nicht so viel Energie ziehen wie die in der tieferen Schicht benötigte Energie. Faszinierend. Interessant bei der Sache ist, dass diese
Mangelerscheinung bzw. diese Entgiftungserscheinung, die ich ja am Anfang auch hatte, mit Müdigkeit, Schlappheit, nicht so motiviert, nicht so energiereich, dass die jetzt bei mir weg sind, obwohl ich keine Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme. Und interessant ist auch die Aussage von Galina Shatalova in ihrem Buch Wir fressen uns zu Tode, dass wir Menschen Stickstoff aus der Luft mit aufnehmen können, was ja auch ein Bestandteil für den Muskelaufbau zum Beispiel ist. Sie stellte fest, dass Menschen, die tierisches Eiweiß zu sich nehmen, in ihrer ausgeatmeten Luft der Stickstoffgehalt noch gleich geblieben ist, während bei Menschen, die sich nur vegan ernährt haben, der Stickstoffgehalt null in der Luft war. So, also was ist das Fazit von diesem Video? Da draußen im Ernährungsbereich gibt es sehr viel Marketing und damit möchte ich einfach nur. Da draußen im Ernährungsbereich bzw. im Gesundheitsbereich wird sehr viel Marketing betrieben, um einfach auch Geld zu verdienen. Ist ja einerseits nicht verwerflich, aber wenn es halt in die Richtung geht, dass man die Leute belügt und nicht die richtige Informationen gibt, damit man halt da solide und bodenständige Entscheidungen trifft, wird es für mich zum Beispiel auch ein Problem, was ich nicht einfach so stehen kann. Von daher reinigt euren Körper, legt die Eiweißtheorie, die Kalorientheorie und die Nahrungsergänzungsmitteltheorie, sage ich mal, ab. Legt einfach diesen Glauben ab. Wichtig dabei ist, dass ihr das nötige Wissen habt, weil der Umstieg auf die schleimfreie Herkost oder Rohkost zum Beispiel ist halt mit sehr vielen Problemen bzw. auch mit Gefahr verbunden. Von daher schaut meine Videos zum Beispiel an, holt auch das Wissen auch von mir, wenn ihr das etwas verkürzen wollt und nicht alles Mögliche rumexperimentieren wollt. Zum Beispiel durch meine Kurse, durch mein Coaching oder auch in der Telegram-Arbeitsgruppe, wo ich sehr viele Dateien und Bücher zum Beispiel habe, wo ihr die ganzen Hintergrundinformationen bekommt. Ich für meinen Teil würde mir einfach das Geld sparen, welches ich für Nahrungsergänzungsmittel einsparen, meinen Körper reinigen mit Fasten, mit schleimfreier Heilkost, Ernährungsumstellung, Basenbad, Luftbad, Sonnenbad, auch sehr viel Sport und Bewegung würde ich machen und auch für qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse mein Geld investieren, um meinem Körper so etwas Gutes zu tun und auch die Reinigung zu unterstützen. Wahlweise ist es natürlich auch umso besser, was ich auch zum Beispiel mache, mit einer eigenen Permakultur, um sein eigenes gesundes Obst und Gemüse in bester Qualität anzubauen. Und wie es der Zufall will, das ist ja auch hier dieses Projekt, es beschäftigt sich sowohl mit der Permakultur, mit dem Anbau von Obst und Gemüse und auch mit der Gesundheit. Also auch wieder ein super Zahnrad, bietet auch hier Kurse und Coachings, zum Beispiel an den Sachen Permakultur, wer da auch entsprechende Interessen hat. Und zum Abschluss, bitte habt Disziplin, Ausdauer und Geduld. Das ist ein Lebensweg, das ist ein Prozess, das wird auch nicht von heute auf morgen funktionieren. Man muss wissen, was man tut und auch wirklich dranbleiben am Ball. In diesem Sinne, schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Dort habe ich auch Produkte, zum Beispiel auch Sauerkraut, die auch euch unterstützen können bei der Umstellung oder auch andere Sachen zur schleimfreien Übergangskost, wo ja nicht alles Rohkost zum Beispiel ist. Auch den Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt auf meiner Webseite, genauso wie meine Saatgutliste, wo ihr Samenfest bekommen könnt. Einfach weg von den großen Konzernen, damit ihr auch euer eigenes Obst und Gemüse anbauen könnt. Baue ich seit Jahren zum Beispiel an diese Sorten. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin,